Frankreich hat am Neujahrstag damit angefangen, an seinen Flughäfen Covid-Tests für Reisende aus China durchzuführen. Die Beschränkungen hat die Regierung in Paris vor einigen Tagen angekündigt, als Reaktion auf die hohen Infektionszahlen in China. Die PCR-Tests sind nur stichprobenartig. Die Passagiere müssen auf den Flügen von China nach Frankreich allerdings Masken tragen. Bei dieser Kontrolle geht es nicht darum, Bürger an der Einreise in unser Land zu hindern, sondern um eine eher wissenschaftliche Kontrolle, die es uns ermöglichen wird, die verschiedenen Varianten genau zu verfolgen. Es handelt sich hauptsächlich um Omikron-Varianten, die es derzeit in China gibt. Ähnliche Maßnahmen wurden in wenigen europäischen Ländern ergriffen. Frankreich will allerdings eine gemeinsame europäische Linie. Wir haben in dieser Woche eine Diskussion, um dieses Modell des Umgangs auf europäischer Ebene zu harmonisieren. Die Spanier und Italiener haben diese Maßnahmen bereits ergriffen, die Amerikaner ebenfalls. Frankreich wird diese Methodik vorantreiben, damit sie von allen Ländern der Europäischen Union übernommen wird. Doch in Frankreich bleibt es nicht bei den stichprobenartigen Corona-Tests. Ab dem 5. Januar müssen Reisende aus China einen negativen Test vorlegen bei der Einreise oder vor der Abreise aus China. Der Test darf dann maximal 48 Stunden alt sein.